und komme von einem weit entfernten Planeten. Ich bin auf die Erde gekommen, um euch kennenzulernen und von meinen Weltraumabenteuern zu erzählen. Seid ihr bereit für die Begegnung mit einem Kometen? Kometen sind einfach wunderschön. Schaut mal, dieser heißt Hale-Bopp und war in den 90er Jahren viele Monate lang von der Erde aus sichtbar. Die meisten von euch waren damals noch nicht einmal geboren. Kometen sind deshalb so schön, weil ihr Schweif so hell leuchtet. Das macht sie wirklich zu einer unverwechselbaren Erscheinung am Nachthimmel. Sie sind einzigartig. Begleitet mich doch einfach auf eine Reise an den äußeren Rand des Sonnensystems. Dann zeige ich euch, woher die Kometen kommen. Hoffentlich begegnen uns dort einige, sodass ihr sie hautnah beobachten könnt. Ihr werdet staunen. Da sind wir. Wir sind sehr weit von der Sonne entfernt. Das ist auch der Grund, weshalb es hier so kalt ist. Bitterkalt. Unvorstellbar, wie kalt es hier ist. Seht ihr all diese dunklen Objekte? Sie sehen aus wie schmutzige Schneebälle. Das sind Kometen. Wir nähern uns wieder der Sonne und es wird langsam wärmer. Was ist denn auf einmal mit dem Kometen los? Aus ihm schießen Fontänen aus Gas und Staub heraus. Schon ist er umhüllt von einer leuchtenden Wolke aus diesem Zeug. Diese Wolke wird als Koma bezeichnet. Das ist griechisch und bedeutet Haar. Unglaublich! Jetzt sind wir noch näher an der Sonne. Schaut, der Sonnenwind drückt gegen die Teilchen aus Gas und Staub in der Koma. So entstehen Kometenschweife. Das ist wirklich aufregend. Wow, der hat ein Tempo drauf. Meine Tachonadel zeigt über 100.000 Stundenkilometer an. Das ist etwa 30 Mal schneller als die schnellsten Flugzeuge auf der Erde. Die meisten Kometen im Sonnensystem bewegen sich auf einer ovalen Umlaufbahn. Einige umrunden die Sonne und verschwinden dann wieder am Rand des Sonnensystems, bevor sie irgendwann für eine neue Runde wiederkehren. Wieder und wieder. Manche hauchen ihr Leben aus, indem sie geradewegs in die Sonne fliegen. Andere umkreisen die Sonne nur ein einziges Mal und kehren nie wieder zurück. So verschieden sind ihre Wege. Ich möchte euch jetzt eine faszinierende Geschichte über Kometen und die beeindruckende Roboter-Raumsonde Rosetta erzählen. Begonnen hat die Geschichte von Rosetta im Jahr 2004, als die Raumsonde auf einer Rakete in den Weltraum startete. Rosetta wurde von der Europäischen Weltraumorganisation mit der Unterstützung von vielen Raumfahrtpartnern auf der ganzen Welt gebaut. Rosetta war 10 Jahre im Weltall unterwegs, zu ihrem Zielkometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Und wisst ihr was? 2014 hat sie ihn tatsächlich erreicht. Rosetta kann den Kometen auf seinem Weg zur Sonne begleiten. Die Sonde kann Fotos machen, den Kometen vermessen und jede Menge Experimente durchführen. Rosetta ist ziemlich groß. Mit offenen Solarmodulen reicht sie so hoch wie ein 7-geschossiges Gebäude. Außerdem hat sie noch viele im Gepäck. Einen Landeroboter, der auf dem Kometen landen kann. Viele hat etwa die Größe einer Waschmaschine. Auf einem Kometen zu landen ist knifflig. Hätte viele keine Ankerharpunen und Schrauben an den Füßen, um sich auf der Oberfläche zu verkrallen, könnte der Roboter wie ein Gummiball vom Kometen ins All zurückprallen. Nie zuvor ist eine Raumsonde neben einem Kometen hergeflogen und auf ihm gelandet. Das ist das Besondere an Rosetta. Der Landeroboter Philae kann Bohrungen durchführen, sich auf dem Kometen umsehen und dort herumschnüffeln. Gemeinsam wollen Rosetta und Philae erforschen, woraus Kometen bestehen. Die gesammelten Informationen werden alle auf einem Computer an Bord von Rosetta gespeichert und über eine starke Funkantenne an die Wissenschaftler auf der Erde gesendet. Warum ist die Erforschung von Kometen so wichtig? Vor Urzeiten, als euer Planet noch jung war, lange bevor die Dinosaurier die Welt beherrschten oder Leben entstand und die ersten Pflanzen wuchsen, trafen zahllose Kometen die Erde. Ein richtiger Bombenhagel. Meine Wissenschaftlerfreunde auf der Erde vermuten, dass es auf Kometen Wasser und sogar die Grundbausteine des Lebens gibt. Da fliegt er, da fliegt er, da fliegt er, juhu!
Er kommt auf die Erde zu. Wow! Ui, jetzt geht er runter, jetzt geht er runter, jetzt geht er runter, jetzt geht er runter. Ah. Hoi miteinander, also ich gehe jetzt hier da rauf, mal ein bisschen suchen, wenn ich gesehen habe, dass hier ein Teil da hinten runtergefallen ist. So, ihr müsst halt auch mitkommen. Wir sind jetzt etwa hier auf 750 Meter. Da ist der Menzenwald. Und da geht das Strössli auf. Ich laufe jetzt einmal hier rauf. Und dann dort oben zeige ich euch, zeigen, wie es weitergeht. Wo ich vermute, wo der Stern könnte runtergefallen sein. Ja, jetzt bin ich mal den Weg hier hochgelaufen. Ja, ist sehr streng. Und jetzt komme ich gerade in den Wald rein. Und dann muss ich mich entscheiden, gange links, dort geht es dann im Menzlerwald ganz rauf, oder soll ich rechts gehen? Dort geht es ins Riethäusli. Ja, nur da sehen wir dann in der nächsten Aufnahme, gell? Übrigens, von da aus, wo es gerade im Wald hineingeht, hat man im Fall eine wunderbare Aussicht auf den Sentis und den Alpstein. Da wäre auch mal eine Wanderung wert mit euren Eltern. Ah, das ist super, da ist ein Wegweiser. Also, auf links geht es jetzt ins Nackersäck führen, das wollen wir ja nicht. Wir gehen jetzt einmal Richtung Riethäusli via Solitude. Ja, das ist ein langer Weg, das ist etwa 300 Meter, und jetzt hier mal dafür laufen. Sehr ein schöner Waldweg. Und dort vorne geht in ein Strössli Richtung Solitude rauf. Ja, liebe Kinder, ich bin jetzt hier am Weg, wo ich meine Entscheidung treffen muss, ob ich hier geradeaus laufen soll oder da, wo ich vermutet habe, dass eben der Stern, ein Teil von dem Stern, hier strössli auflaufen und dann kommt er mal ganz oben auf den Menzlenwald her und dort oben hat es einen schönen Brötliplatz, soviel ich weiß. Aber ich möchte das euch überlassen. Ich habe lange gesucht, habe nichts gefunden. Und ich hoffe, dass ihr mit dem Suchen von dem Sternteil mehr Glück habt. Viel Vergnügen und eine schöne Ferien.